So, es geht wieder los. Lange Zeit, jetzt recht ruhig gewesen über uns, aber jetzt jede Woche wieder neue Videos. Heute das erste, bleibt dran. Hi, ich bin's Marco von Holzliebling. Ja, und unsere YouTube-Follower, die haben jetzt 2 Monate nichts mehr von uns gehört. Das lag einfach daran, ja, wir haben ein Weihnachtsgeschäft gehabt und das Weihnachtsgeschäft ist für uns ja, die wichtigste Zeit, wo wir eigentlich uns voll auf das Thema Pakete rausbringen konzentrieren. Und alles, was dann irgendwo drumherum ist, wird einfach ja, still, also bleibt still stehen. Und die Videos gehörten dazu, denn auch der Markus, der hinter der Kamera steht, der musste mit verpacken. Ich, der vor der Kamera stehen, musste verpacken. Und wir haben einfach keine Zeit gefunden, in irgendeiner Art und Weise anständiges Material zu produzieren, was wir euch irgendwie zeigen können. Deswegen jetzt aber wieder da. Wir haben jetzt langsam Ende Januar. Wir sind jetzt langsam wieder in einem ruhigeren Fahrwasser, wo wir die Kontrolle zurückgewonnen haben. Ja, und wo es einfach es wieder so ist, dass wir auch wirklich Videos drehen können, dass wir uns die Zeit einfach rausnehmen können. So, das Video ja, soll eher mal darum gehen, dass ich euch mal zeige, was sich bei uns getan hat. Ihr habt ja gemerkt, letztes Jahr war große Bauphase, Umzugsphase, dann gleich Weihnachtsgeschäft. Und wir haben jetzt halt viele gar nicht zeigen können, wie unsere neuen Räumlichkeiten wirklich komplett fertig ausschauen. Denn mittlerweile sind wir so weit, dass ich sage, ja, 95% ist fertig. Klar, ein paar Ecken haben wir immer noch, wo Baustelle ist, die Büros zum Beispiel, aber alles, was produzierend ist, alles, was Lager ist, da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich habe gesagt, ja, ich zeige es euch einfach. Und zwischendrin erzähle ich vielleicht einfach noch ein bisschen was, wie das letzte Jahr so gelaufen ist. Und, aber anfangen tun wir bei uns beim Holzlager. Es ist nämlich so, dass wir ja, jede Woche mehrmals irgendwie in der Woche Ware bekommen. In der Regel ist es sowohl Plattenware als auch Blockware. Und die Blockware, die liegt bei uns draußen, da haben wir ein schönes großes Regal. Da kriegen wir bis zu ja, 6-7 Ster oder 6-7 Kubik, sag ich mal, kriegen wir hier unter. Da haben wir Eiche, Nussbaum, verschiedene Holzarten. Hier haben wir noch ein weiteres Lager unten im Keller. Und ja, ein Schmuckstück ist unser neuer Stapler. Wir haben einen alten Stapler gehabt, der war Schrott, der ist kaputt gegangen. Ich sage nicht, welche Marke. Ich sage, wer gut ist, ist Linde. Ja, genau. Richtig guter Stapler, richtig geil. Genau, und die Schreinerei ist so aufgebaut, dass wir hier so einen ersten groben Zuschnitt haben. Wir haben 2 Formatkreissägen bei uns und hier ist so der erste grobe Zuschnitt. Das heißt, wir haben hier einmal die Kappsäge, die große oder Pendelsäge. Hier haben wir einmal nur die grobe Säge zum Säumen, zum Auftrennen. Und das ist schon sehr Luxus, das ist schon sehr, sehr cool, dass wir diese Station hier haben, wo es einfach ein bisschen, ja, nicht so filigran, sondern einfach, da geht es zur Sache so. Ja, da kommen die schweren Sachen irgendwie an. Genau, und wir haben auch eine neue Abrichte, auch ziemlich cool. Die ist erst gestern ist die aufgebaut worden. Unsere alte steht noch zur Abholung bereit und die neue steht schon an Ort und Stelle. Wir haben die Firma Felder wieder kontaktiert. Auch wenn wir nicht so ganz zufrieden sind mit der Firma Felder, wenn es jemand sieht, der darf sich gerne mal bei mir melden. So ganz happy sind wir mit dem Service nicht. Mit der Maschine sind wir im ersten Step eigentlich ganz zufrieden. Ja, das ist die große Plan, die große Abrichte. Viel größer gibt es bei der Firma Felder nicht. Und generell mit über 51 cm Breite schon echt ein Mordsding. Und diesmal haben wir einen ganz, ganz langen Tisch, den hatten wir bei unserer kombinierten nicht. Also wir haben eine richtig schöne, große Abrichte. Gerade wenn du große Tische baust, wenn du große Wandregale hast, also alles, was über 2-3 Meter abgerichtet werden muss, ist das schon wirklich ein Schmuckstück. Genau, nebendran steht auch schon gleich unser dicken Hobel. Bruder, Schwester, die zwei gehören einfach zusammen. Dann haben wir hier, das ist noch eine Sache aus der alten Schreinerei auch, da haben wir von vom Sägewerk, da hatten wir mal ein Video gemacht vom Sägewerk bei uns um die Ecke. Das verlinken wir euch sicher gleich hier oben. Und die haben uns hier diesen Wagen gebaut. Der ist ziemlich cool, weil wir haben immer die Ware, die wir jetzt sofort verarbeiten, packen wir auf diesen Wagen drauf, können es in die Schreinerei schieben. Und da, ja, da kannst du irgendwie 2-3 Tonnen drauf hieven und kannst trotzdem mit 2 Mann den ganzen Wagen ganz gut bewegen. Ziemlich cooles Teil. Genau. So, und hier haben wir unseren Bankraum. Wie jede Schreinerei haben auch wir einen Bankraum. Da haben wir halt Schränke, wo alles Mögliche steht. Leim, Öl, Holzkit und das ganze Zeug. Wir haben was zum Verzwingen oder hier wird grundsätzlich viel verzwingt oder verleimt. Unser Bohrständer ist hier. Wir haben auch sehr cool, das ist vielleicht auch für viele Gewerbebetriebe richtig, richtig gut.
Die Firma Festool hatte sonst immer so einen Vakuumtisch, so ein Vakuumsystem. Es gab sicher einige Videos, da haben wir es auch gezeigt. Und das ist eingestellt worden. Ja, warum auch immer. Ich habe ja das Gefühl eher so, dass die nicht so zufrieden gewesen sind, weil die Geräte anfällig gewesen sind. Also wir mussten unser Festool-Vakuumsystem jedes Jahr zur Reparatur bringen, weil es irgendwie verstopft ist mit Staub oder sowas. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, weil Festool nichts mehr anbietet. Und dann sind wir bei der Firma Schmalz, ist made in Germany, sind wir fündig geworden und haben hier diese Vakuumsystem, sage ich immer. Da kann man, das versuche ich es mal zu zeigen. So, dann nimmst du dein Brett, packst es hier drauf und dann hast du den Druckluft. Dann machst du den auf und dann ist es hier fest. Ziemlich cool. Dann kannst du schleifen und fräsen oder was der Teufel. Genau. Die haben wir auch neu, finde ich cool. So, ansonsten gehen wir raus und machen mal die Tour hier unten weiter. So, selbstverständlich haben wir unsere Breitbandschleifmaschine nach wie vor. Zentrale Maschine, läuft jeden Tag sicher 3-4 Stunden. Und dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier verschiedene kleinere Stationen. Unseren Kantenbearbeitungsautomaten. Unsere Kantenschleifmaschine und unsere Fräse und ganz, ganz, ganz viele Holzbretter, die wir gerade produziert haben. Ihr seht schon, wir sind noch ordentlich am Lager aufbauen. Eine Maschine, die noch nicht läuft, die steht dort hinten. Das ist unsere CNC-Maschine. Da fehlen noch die allerletzten Aggregate. Da haben wir ganz spezielle Anwendungen. Und da fehlen noch spezielle Aggregate, die sind bestellt worden. Die haben aber Lieferzeiten bis zu 8-12 Wochen. Und danach brauchen wir auch noch eine ordentliche Schulung. Und dann können auch wir die CNC so nutzen, wie wir sie brauchen. Genau, und mit der neuen Schreinerei haben wir auch eine neue Säge bekommen. Das ist dann sozusagen die zweite große Formatkreissäge. Seht schon selber, mit schönem Display, super viele Programme, super fancy, sehr, sehr cooles Gerät. Arbeite ich auch super, super gerne dran. Ja, ansonsten hier haben wir noch Langbandschleifmaschine, Bandsäge, Brikettierung, Hacker, Absaugung, alles irgendwie, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal drauf eingegangen bin, aber das Gesamtkonzept ist ja so, dass wir hier die ganze Verrohrung haben wir pneumatisch. Das heißt, alle Schieber gehen automatisch an, da wo du gerade eine Maschine anmachst, voll cool. Alles, was in die Absaugung reinkommt, wird brikettiert, dann hast du Brikett, kannst du verheizen, kannst du verkaufen, was auch immer. Wir verschenken es sogar teilweise an die Gemeinde und unser Hacker nutzen wir vorwiegend für unser Restholz, damit wir es hier schön warm haben. Damit habt ihr hier eigentlich alles gesehen gehabt. Ja, hier geht es zu einem Aufzugsschacht, das heißt, wir haben noch weitere Etagen. Deswegen hätte ich gesagt, schauen wir einmal da kurz nach unten, was denn so im Keller ist. So, jetzt sind wir schon im Keller angekommen. Bevor wir hier mal durchgucken, mal ganz kurz, ja, wie lief denn letztes Jahr? Also waren wir zufrieden mit dem, was wir geleistet haben oder wie das Geschäft sich entwickelt hat? Ja, auf jeden Fall. Also ziemlich krass. Unser Weihnachtsgeschäft. Wenn man jetzt nur mal November, Dezember anschaut, da haben wir noch ein ordentliches Wachstum gehabt von 30% im Vergleich zum Vorjahr. Vorjahr war schon ziemlich chaotisch, war schon ziemlich, ziemlich stressig und jetzt haben wir es geschafft, nochmal 30% draufzulegen. Haben die Manpower nicht unbedingt nach oben justiert, sondern nur situativ, nur ein paar Positionen. Das heißt, wir sind deutlich effizienter geworden mit der einen oder anderen Maschine, mit einem höheren Lagerbestand. Also wir sind sehr intelligent besser geworden. Du kannst sowas ja auch mit brutalster Manpower irgendwie schaffen und hast dann irgendwie 20 Leute hier stehen. Oder du machst halt intelligent und schaust dir halt die Knackpunkte an, um die es geht. Und da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Wohlgemerkt in dem Jahr, wo wir die gesamte Schreinerei umgezogen haben, also sag ich mal 2 Monate vor Weihnachtsgeschäft, haben wir noch einen Umzug mal so eben gemacht. Das war schon gut, also da sind wir gut durchgekommen. Deswegen war es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, nicht nur das Weihnachtsgeschäft, sondern das gesamte Jahr. Es gab über Sommer eine leichte Delle, lag aber daran, dass ein sehr, sehr guter Sommer gewesen ist. Wir haben mal die Zahlen irgendwie angeschaut und immer dann, wenn es draußen viel regnet, bestellen die Leute bei uns viel. Wenn es draußen schön Wetter ist, bestellen sie wenig. Und wir hatten einfach einen sehr, sehr, sehr schönen Herbst. Ist auch was Schönes. Genau. Aber ansonsten war es ein sehr, sehr gutes Jahr. Wir haben vieles vorangebracht, viele neue Produkte. Sowohl bei Holzliebling als auch beim Do-It-Yourself-Bereich, beziehungsweise den Do-It-Yourself-Bereich haben wir komplett neu strukturiert, haben jetzt die Webseite, wo wir ganz, ganz viele Produkte, die wir täglich selber verwenden, euch anbieten, wird super gut angenommen. Wir haben da jeden Tag sehr, sehr viele Bestellungen, sowohl was Holzkits, Öle für Pflege, Sägeblätter, Fräser, aber eben vor allem auch Holz, also Blockware, oder Holzreste und Blockware ist schon das Stichwort,
Wir haben es hier im Keller. Wir haben hier im Übrigen 30% Restfeuchte im Raum. Also jeder, der irgendwie Keller feucht, ist bei uns gar nicht der Fall. Wir haben einen extrem trockenen Keller. Wir haben auch einen Entfeuchter. Wenn mal über 40% Restfeuchte oder hier Feuchtigkeit im Raum herrscht, geht sofort der Trockner an, was seltenst der Fall ist. Also wir haben einen sehr, sehr trockenen Keller. Deswegen ist ideal für unsere Holzarten, die wir bei Do-It-Yourself als Blockware verkaufen. Da wäre zum Beispiel der Kirschbaum, der Ahorn, der Nussbaum, wir haben die Esche. Wir haben hier noch ein paar andere Sachen irgendwie, wie Birne oder sowas. Also wir haben hier die ganze Blockware immer liegen, die wir über den Do-It-Yourself-Bereich verkaufen. Wir werden im Übrigen auch das Thema Holzreste-Kisten, das ist mir so ein ganz, ganz wichtiges, da habe ich jetzt auch die letzten Wochen deutlich mehr Zeit investiert, weil das Produkt an sich einfach mal super, super geil ist. Wir haben oben vielleicht auch die eine oder andere Kiste noch stehen, da können wir mal reinschauen. Geht nämlich darum, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Holzabfälle hier haben, oder es sind ja gar keine Abfälle, sondern es sind teilweise solche großen Stücke Eiche. Und wir selber können damit leider nicht mehr viel anfangen, weil wir gar nicht die Zeit dazu haben, immer aus jedem Rest irgendwie was zu machen. Und das packen wir aber in Kartons und sind 20 Kilo, da sind richtig, richtig viele Stücke dabei. Und die verkaufen wir, glaube ich, zu einem extrem günstigen Preis. Die Kiste liegt aktuell bei 29 Euro. Du hast vorwiegend Eiche drin und daraus lässt sich bestimmt mal mindestens 2 Schneidebretter, kannst du daraus irgendwie zaubern oder irgendwas anderes auch. Also richtig, richtig gut. Und dann wird es auch deutlich mehr noch geben. Also wir werden auch in Zukunft vielleicht komplette Restekisten, Ahorn, Esche, Nussbaum. Also das ganze Thema ist uns wirklich wichtig, weil es vor allem euch da draußen, also die Hobbyhandwerker, wirklich, wirklich weiterbringt. Und es gibt, glaube ich, keinen günstigeren Weg, richtig, richtig gutes Holz zu bekommen. Deswegen, da wird es auf jeden Fall mehr geben. So, dann machen wir eine ganz kurze Runde durch den Keller. Also neben unserem Kargam-Regal, wo wir das Blockware haben, haben wir hier natürlich noch einiges für den Do-It-Yourself-Bereich, wo wir den ganzen Holzkit und sowas lagern. Wir haben nach wie vor unsere Holzklötze, die hier auch wunderbar lagern, weil eben sehr trocken. Wir haben hier noch ein paar spezielle Sachen. Wir machen ja viel auch mit Apfel. Das ist jetzt Apfel, ein sehr, sehr hochwertiger Apfelbaum, auch wenn er recht dünn ist, aber wunderbarer Kern. Daraus werden Sternholzschneidebretter. Man beachtet das Profi-Werkzeug. Also hier, ja, das ist von meinem Kleinen noch, genau. Am Wochenende machen wir hier immer Rallye. Aber das werden Apfel, Baum, Stirnholzschneidebretter und die lagern hier noch. Die haben jetzt noch 1-2 Prozentpunkte zu viel Feuchtigkeit und lagern hier einfach noch. Dann haben wir hier natürlich noch super, super viele Platten. Bei Holzplattenzuschnitt, da läuft das Geschäft auch sehr gut. Also auch sowohl Hobby-Handwerker, die sich da irgendwelche Zuschnitte bestellen, als auch Leute, die daraus einen Esstisch bauen oder was auch immer. Deswegen haben wir hier immer Platten liegen. Und jede Menge Kartonagen, ja, was bei einem Online-Shop nicht unbedingt unüblich ist. Genau, damit ist der Keller dann eigentlich auch schon voll, auch wenn wir jetzt aktuell recht leer sind oder ganz gut aufgeräumt. Wir bekommen jetzt in der nächsten Zeit wieder mehrere Platten. Wir haben über Weihnachten einfach sehr, sehr viele Platten verarbeitet. Und ich glaube, in 2-3 Wochen sieht es hier wieder anders aus. So, lasst uns hochgehen. So, im Obergeschoss angekommen, wartet eigentlich erstmal die offene Küche. Das ist nämlich der Mitarbeiterraum. Ja, ich glaube, das Wort ist aber einfach zu negativ. So, ich glaube, das ist einfach eine offene Küche. Das ist unsere Küche. Ja, ja. Die Woche haben wir einen Praktikanten gehabt und der hat gesagt, in seinem Betrieb davor ist so ein kleines Kämmelchen und deswegen freut er sich, dass es hier so ein offener Raum ist. Und genau so war eigentlich auch das Konzept. Wir haben eine Küche, wo wir fast alles irgendwie machen können. Wir haben diese Woche auch das allererste Mal gemeinsam gekocht. Der Markus hat Nudeln mit ist jetzt eigentlich Wurst, Jagdwurst, glaube ich, gemacht. Wir haben zum ersten Mal Mitarbeiter Essen gemacht. Genau. Und da essen wir auf jeden Fall. Aber ist cool. Freier Blick, alles schön, alles wunderbar. So, und was man auf jeden Fall sieht, ist, wenn man hier hochgeht, die Treppe, dass wir hier sehr viele verschiedene Tischplatten haben. Angefangen vom Ahorn, Kirsche, Nussbaum, Eiche und da drüben geht es jetzt auch gleich weiter. Das machen wir deswegen, weil das Thema Tischplatten ist für uns wichtig. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, viele der Videos drehen sich auch um das Thema Tischplatten und wir wollen damit Interessierten, also wirklich Leute, die auch Tischplatten bei uns kaufen wollen wir hier 2 Dinge zeigen. Einmal, wie sieht sowas aus? Wir wollen den andere Holzarten vielleicht auch mal näher bringen, dass es immer nicht nur die Eiche wird. Wenn es die Eiche wird, sind wir auch froh, aber dass wir einfach den Leuten mal was zeigen können.
Und ja, wenn jemand sagt, genau die Tischplatte hätte ich gerne, ja, alle die, die hier hängen, sind auch zum Verkauf. Ja. Genau. Und wenn es hier nicht immer überall super aufgeräumt ist, dann mag ich das zu entschuldigen. Da kann ich auch sagen, am Freitag wird hier immer aufgeräumt. Ja, wir haben jetzt heute Mittwoch. Das heißt, na, seit 3 Tagen wird hier schon gearbeitet und es wird auch die nächsten 2 Tage nochmal richtig gearbeitet. Und am Freitagnachmittag wird hier immer picobello aufgeräumt. So, und jetzt kommen wir dann auch, also hier haben wir auch nochmal ein paar Fischplatten, genau. Eiche, Nussbaum, Buche, Apfel, ja. Hier haben wir unsere Sanitärräume, wenn man da reingeht. Sogar mit Dusche, wenn es mal wirklich heiß wird. Und hier haben wir noch Spinte für unsere Mitarbeiter, können sie sich umziehen. Genau. Und was wir jetzt hier oben noch haben, ist natürlich ein großes Lager. Ja, ich hatte ja unten gerade gesagt, einer der Schlüsselmomente war, dass wir es geschafft haben, dass wir Lagerbestand aufbauen. Und wir werden noch deutlich mehr Lagerbestand aufbauen, um auch wirklich die Spitzen komplett abdecken zu können. Ganz geschafft haben wir es dieses Weihnachten nicht. Wir wissen aber auch, was wir nächstes Weihnachten wieder besser machen. Trotzdem haben wir hier ein großes Lager aus verschiedensten Produkten, gerade die Produkte, die sich halt häufig drehen, also unsere Stirnholzschneidebretter aus Eiche. Und wenn ich schätzen müsste, liegen da mal schnell 300, 400 Stück, mehr wahrscheinlich, 500, 600 Stück aus Eiche. Im Keller liegen nochmal sicher 200, 300, die nahezu fertig sind. Wir haben unsere Klassiker-Schneidebretter, also unsere Längsholzschneidebretter, sind vollkommen ausverkauft worden über Weihnachten. Deswegen warten immer noch sehr viele von ja, Ende Dezember noch. Was irgendwie haben wir denn jetzt so an offenen Bestellungen gerade noch? Ich müsste lügen, um die 250, 260. Wir haben heute noch zwei Werktage die Woche. Also wenn wir Glück haben, kommen wir noch unter 200. Davon gehe ich aus. Und nächste Woche kommen wir dann vielleicht unter 180. Also idealer Moment ist dann, wenn wir so um die 100 offenen Bestellungen immer haben, weil wir dann sehr zügig, also so, dass es kommt eine Bestellung rein und wenn wir es auf Lager haben, geht es 2 Stunden später schon raus. Das ist der Idealzustand. Da werden wir auch in den nächsten ja, 4, 5 Wochen werden wir da wieder hinkommen. Ja. Genau, aber so haben wir verschiedene Produkte immer lagern. Schneidebretter, da haben wir hier schon zu viel. Deswegen stehen die hier schon auf den Gängen, müssen eingeräumt werden. Wir haben unsere Kochfeldabdeckungen, wir haben unsere Backbretter. Auch Backbretter. Wir haben insgesamt 17 verschiedene Varianten. Eine einzige Variante ist immer noch aus. Und da warten leider immer noch ungefähr 20 Leute. Das ist die 80 cm Breite. Wenn jetzt ein Kunde irgendwie zuschaut, tut mir wirklich leid, aber wir geben trotzdem Vollgas. Genau, und hier hinten haben wir noch unsere Nussbaum-Stirnholz-Schneidebretter. Auch mittlerweile ein richtiger Klassiker geworden, super hochwertig. Genau. Ihr merkt schon, vielleicht ein bisschen chaotisch, da Eiche, da Nussbaum, Stirnholz, hast du nicht gesehen. Aber es ist ein laufender Entwicklungsprozess und wir formen das Ganze, wie wir es brauchen. Genau, und auf der anderen Seite vom Lager, auf dieser Etage, da wird verpackt und zwar 12 Stunden am Tag und meistens mit 2, wenn nicht sogar teilweise 3, zu Weihnachten 4 Leute. Und ja, hinter mir, da seht ihr schon den ganzen Do-it-yourself-Bereich. Und da haben wir, um schnell zu verpacken, haben wir alles hier und Nachschub gibt es dann immer aus dem Keller. Und da haben wir eben ja, unser Hartwachs, Frässchablonen, Fräser, Schleifpapier, Kit, auf der anderen Seite ist noch Öl. Also alles, was wir sozusagen im Do-it-yourself-Shop haben, haben wir eigentlich immer lagernd. Also ist ganz selten mal, dass das ausgeht. Passiert uns auch manchmal. Jetzt war zum Beispiel der Leim, glaube ich, ist einmal ausgegangen. Aber da haben wir einen Lieferanten, ne? Wenn wir da anrufen, glücklicherweise kriegen wir nach 1-2 Tagen sofort Ware. Und dann haben wir immer alles lagernd. Das heißt, wir sind da eigentlich recht fix, wenn jemand was bestellt. Meistens am übernächsten Tag hat er schon seine Ware. Und der Do-it-yourself-Shop, der soll natürlich größer werden, weil es gibt noch super viele Produkte, die haben wir nicht lagernd. Die wollen wir aber haben, die wollen wir euch anbieten. Und das Ganze passiert bei Markus im Büro. Und deswegen hätte ich gesagt, dann schauen wir noch mal kurz zu ihm im Büro. Vielleicht hat er ein paar coole Produkte, die es in Zukunft geben wird. Ja, also ich nehme euch mal kurz mit hier hin. Wie gesagt, mein Büro ist leider noch nicht schöner geworden, aber ist jetzt eher sehr funktional. Zum einen ist es hier unser kleines Fotostudio. Da hinten ist mein Arbeitsplatz und ja, und hier ist so mein Tisch, wo wir Ideen sammeln bzw. Produkte sammeln. Wir schreiben die Hersteller an und sagen, hey, schickt uns vielleicht mal Muster oder schickt mal jemanden vorbei, der uns die Sachen zeigt. Und ja, und so kommen immer wieder neue Sachen dazu. Wir können vielleicht mal schon mal anteasern, was wir da Neues im Shop aufnehmen bzw. wozu es auch Videos geben wird. Wir haben ja zum Beispiel unser Schleifpapier von KF.
Und das haben wir schon lange im Shop und viele Leute kaufen das, nicht nur Hobbyhandwerker, sondern mittlerweile auch Gewerbetreibende kaufen bei uns, weil wir haben ja, glaube ich, mittlerweile 50er-Sets irgendwie, wo du 50 Stück auf einmal kaufen kannst, das ist ein bisschen günstiger. Es gibt aber nach wie vor Leute, die halt Schleifgitter haben wollen. Macht auch Sinn, gerade bei Oberflächen, die vielleicht schon mal behandelt worden sind, finde ich Schleifgitter super gut. Bei unbehandelten mag ich lieber das normale Schleifpapier. Und deswegen haben wir jetzt das Schleifgitter mit aufgenommen. Sämtliche Größen, Körnungen. Ich glaube, das ist auch schon im durch. Shop. Genau, wir werden das, von Sodal wird es vielleicht noch was Neues geben. Dann haben wir jetzt auch hier Schutzauflagen. Schleifschwämme, Schleifscheiben. Dazu werden wir vielleicht sogar mal ein Video machen, wann man welche Schleifmedien nimmt. Wie gesagt, Schleifgitter gibt es schon. Coole Brillen. Coole Arbeitsschutzbrille. Die sind auf jeden Fall hochwertig. Die gibt es jetzt auch schon. Dann, ich gehe mal weiter. Dann haben wir noch ein Thema. Das wird sein, wahrscheinlich Anzeichnen auf Holz. Da werden wir dann mal dieses Teil euch vorstellen. Picker. Das Coole davon ist, also meistens kommen wir, dann haben wir von Besse haben wir noch Sachen, haben wir neue Zwingen. Die coolsten davon sind schon in der Produktion. Also ich sag mal, alles, was wir hier herbekommen, das wird eigentlich immer erstmal ausgiebig in der Produktion getestet. Ja, Sägeblätter, da wollen wir auch noch erweitern. Genau, und das sind alles so Sachen. Hier passiert eigentlich die ganze Magie vom Do-It-Yourself-Shop. So, ihr habt gesehen, Do-It-Yourself ist ein wichtiges Thema nach wie vor bei uns und wird es auf jeden Fall bleiben. Die ersten Produkte sind heute auch schon wieder online gegangen und die nächsten ein, zwei Tage gehen wahrscheinlich weitere Produkte online. Das soll aber nicht alles sein. Wir konzentrieren uns auch bei Holzliebling auf ganz, ganz viele neue Dinge. Zum Beispiel haben wir da ja unsere Waschtischplatten. Da hatten wir auch ein Video erst vor kurzem gehabt, das verlinken wir euch. Und da gibt es die Möglichkeit in Zukunft, dass man auch Unterschränke, also wir wollen in das Thema Möbel einsteigen, aber nicht Massivholzmöbel, sondern ich bin großer Fan von einer Kombination aus einem coolen Dekor, aus einem modernen Dekor und einer Massivholzplatte in irgendeiner Art und Weise, ob es als Ablage ist, als Fach, was auch immer. Aber in dieses Thema will ich ganz, ganz stark einsteigen. Wir werden ganz neu, werden wir unsere Messerblöcke, wir haben ja Messerblöcke, wo du deine Messer halten oder präsentieren kannst. Haben jetzt wir auch erzähle ich schon alles. Wir sagen einfach, es wird viele coole neue Projekte aber geben. Aber es wird in den nächsten, ich glaube, nächstes Video wird auf jeden Fall der Messerblock sein. Da habe ich besonders Bock drauf. Da haben wir auf jeden Fall was vorbereitet. Es wird auch noch einen geilen Eyecatcher geben, den ihr auch selber bauen könnt fürs Badezimmer. Dann, also wir haben auf jeden Fall noch... Was denn? Das sage ich noch nicht. Also es wird wieder ein lustiger Mix aus Do-It-Yourself-Videos, wie wir was herstellen. Und es wird auch, es wird Produkttests, Produktvorstellungen geben. Ja. Natürlich, wo wir die Anwendung auch viel zeigen und vergleichen und testen. Also es soll ja kein Werbekanal werden, das ist auch klar. Ja, und ansonsten, jetzt könnt ihr auch mitbestimmen. Genau, ja, wenn ihr Bock habt, mehr Videos von uns zu sehen und selber irgendwie mitbestimmen wollt, was wir machen, was wir zeigen sollen, was ihr interessant findet, dann lasst doch mal einen Kommentar da. Weil dann haben wir die Möglichkeit, darauf einzugehen. Ja, wenn ihr nichts schreibt, dann ist es immer ziemlich uncool, weil wir wissen nicht, war das gut, was wir gemacht haben oder war das nicht gut? Hat euch das gefallen oder nicht gefallen? Deswegen am besten schreibt es in die Kommentare rein. Es ist schon so, die werden alle gelesen. Ja, und letztens ist unser Aufruf zum Q&A, der ist ein bisschen untergegangen am Ende von dem letzten Video. Ja. Also wenn ihr Fragen zu Holzlieblinge habt und so weiter, dann gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ja. Ihr könnt uns auch sagen, hey, macht die Videos länger, macht die Videos kürzer. Eigentlich krass, wir haben Videos mit fast 24.000 Aufrufen irgendwie gefühlt. Und dann machst du einen Aufruf, hey, schreibt doch mal ein paar Fragen rein, was euch interessiert. Und wenn dann nichts kommt, dann ist es komisch. So, ja? Deswegen schreibt gerne wirklich in die Kommentare, es wird gelesen und es trägt dazu bei, dass wir entsprechend handeln oder irgendwelche Sachen machen oder eben Sachen nicht machen. Deswegen, ja, haut ruhig alles rein, was geht. Ja. Genau, nee, so viel, glaube ich, zum Start in dieses Jahr. Freue mich auf jeden Fall auf die neue Videosaison. Ja, Markus hat ja gesagt, dritte Saison. Dritte Staffel Holzliebling, Genau, und die wird es auch wahrscheinlich wieder bis in den Ende November geben und dann erstmal wieder einen Stopp haben. Aber es wird viele, viele coole Videos geben, viele coole Themen. Deswegen ja, abonniert den Kanal, kommentiert kräftig. Drückt die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn es neue Videos gibt. Und ja, wir sagen dann bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.